So, wir treffen uns hier heute nach dem Großen Preis von Aserbaidschan via Zoom mit Gerhard Berger, dem DTM-Boss, für den es dann am übernächsten Wochenende in Monza dann auch schon mit der DTM losgeht. Aber solange hat er auch Zeit, ab und zu noch mal ein Auge auf die Formel 1 zu werfen, als ehemaliger Formel 1-Pilot. Gerhard, hast du gestern Aserbaidschan so ein bisschen verfolgt? Natürlich, ich schaue jetzt rein. Und wie ist dein Eindruck gewesen? Zuerst einmal muss ich sagen, endlich ist die Formel 1 wieder interessant. Es ist so viele Jahre jetzt so mühsam gewesen, dass für jemanden wie mich, ich hab's mir angeschaut, um die Informationen frisch zu haben, aber hat es mich wirklich gefesselt? Nein. Diese Standardsiege, ich meine, es war jetzt viele Jahre Mercedes, vorher war es viele Jahre Ferrari, das ist es nicht, was wir als Fans und als Motorsportler sehen wollen. Wir wollen einfach Kämpfe sehen, wo man nicht weiß, wer gewinnt. Und wenn jemand das Qualifying dieses Wochenende in Aserbaidschan angeschaut hat und damals zu Zeiten weiß, 4, 5 Autos unter den ersten 10 innerhalb von einem Zehntel gelegen sein, dann weiß man, jetzt ist es spannend. Weil jetzt weiß man wirklich nicht, wer mit dem nächsten Satz Reifen rausgeht und vorne ist. Und wenn man dann das Rennen anschaut und das ganze Rennen sind die beisammen und zum Schluss dreht sich das einmal so rum, dann ist genau das, was der Fan sehen will. Und ich glaube, wenn die Formel 1 so weitermacht und so auch wieder 2, 3 Teams die Möglichkeit gibt, Rennen zu gewinnen, vor allem Ferrari auch wieder mitspielt, dann werden sie das relativ schnell an ihren Reichweiten und den Absatzzahlen sehen. Und ich bin froh, dass sie die Formel 1 momentan eben wieder mal gut darstellt, weil das färbt natürlich auch auf die anderen Motorsportarten auch ab. Das färbt auch auf uns in der DTM ab. Wenn Motorsport in ist, dann ist das auch für uns ein Vorteil. Darum hoffe ich immer, dass die Formel 1 als Spitze des Motorsports einen guten Eindruck hinterlässt. Du bist der erste Pirelli-Sieger in der Formel 1, 86 in Mexiko. Trägt Pirelli auch auf seine Art zur Spannung bei? Wir haben es gestern gedacht, oder heute in der Früh auch noch, habe ich irgendwo kurz im Augenwinkel eine Überschrift riesengroß gesehen, bei Reifenschaden bei 350 km/h. Sowas liest man, sowas schaut man sich an. Man weiß ja auch, dass dass keiner verletzt worden ist. Man weiß nur, dass spektakuläre Unfälle waren, egal ob bei Stroll oder bei Verstappen. Und ja, das gehört zum Sport dazu, diese Unberechenbarkeit, die war zu meiner Zeit ja Tagesgeschäft. Bei uns ist ein Reifen um die Ohren geflogen, uns ist eine Bremsscheibe geplatzt, uns ist ein Radaufhänger gebrochen, uns ist ein Reifen. Also bei uns hat es die ganze Zeit irgendwas gegeben, das unvorhersehbar war. Und dieses Unvorhersehbare hat auch den ganzen Event unberechenbar gemacht. Und diese Berechenbarkeit mit diesen ganzen Möglichkeiten auf Prüfständen, die Themen so auszutesten, dass eben im Rennen nichts mehr passiert und alles nur noch ganz klar drunter läuft, die nimmt natürlich einiges von der Spannung. Meinst du, das sieht Max Verstappen auch so? Ja, klar, das ist immer so. Der Max wird heute auch wieder schon wieder ein bisschen locker sehen, nachdem der Lewis in der Sackgasse war, glaube ich, war das schon wieder alles soweit okay. Natürlich wäre der Punktevorsprung ein bisschen größer gewesen. Aber ich glaube, für Max, so gesehen, ist es Schadensbegrenzung und er hat natürlich gesehen, dass das Auto schon jetzt, vor allem da im Infield, sehr schnell ist und dass seine Waffen nicht stumpf sein, die er heute heuer hat. Also er hat vielleicht eine echte Chance, die Weltmeisterschaft heuer zu gewinnen. Hast du den Eindruck, dass dadurch, dass er das bessere Auto jetzt hat als in den vergangenen Jahren, er auch irgendwie weniger Risiken eingeht beim Fahren? Also ich hatte manchmal den Eindruck, einmal bei Leclerc, ich weiß nicht, vielleicht wäre er letztes Jahr einfach reingestochen, da hat er erstmal gewartet am Anfang, weil er vielleicht wusste. Der Max ist in der Zwischenzeit, obwohl er noch so jung ist, super erfahren. Schaut einfach den Start an. Der hat gewusst, das ist Wochenende. In Aserbaidschan kann er überholen. Er muss noch dranbleiben. Und somit schaut er den Start an, so einen harmlosen Start von Max Verstappen, sieht es ganz selten in der ersten Kurve, wo der sich ganz normal einreiht, ganz normal einmal die erste Runde runterzieht und dann anfängt, sich zu überlegen, wie er attackiert. Also der Max weiß schon, wann die erste Runde zählt. Schaut er an, das Rennen, wann war das? War das jetzt Monaco oder
Ich glaube, es war Monaco, wo er schon gleich in der Startaufstellung fast quer durchgestanden ist, weil er wusste, er muss rüber auf die andere Seite. Ja. Also der spielt das Klavier auf allen Lasten. Max wird ja auch ganz oft mit Ayrton Senna verglichen. Nun bist du ja lange Jahre mit Ayrton auch als Teamkollege gefahren. Kannst du diesen Vergleich verstehen? Ich höre auf, diese Vergleiche zu ziehen. Ich sage immer, heute von mehr Rennen, heute fahren die Autos immer zu Ende, heute hat man andere Punktesysteme, daher kann man die Statistik nicht vergleichen. Also man muss irgendwie aufs Gefühl gehen, auf die Emotion gehen. Und da sage ich immer, Ayrton, für mich hat die Weltmeisterschaft gegen alle von denen schon gewonnen, bevor sie überhaupt losgeht, weil er vom Charme her schon so eine andere Persönlichkeit war. Da kann ihm einfach keiner das Wasser reichen. Und im Rennauto selbst muss ich sagen, ein Lewis Hamilton macht einen unglaublichen Job. Ich glaube, den wird man wahrscheinlich schon auf die Ebene eher dann stellen können. Und der Max braucht noch ein paar Jahre, bis er das auch alles unter Beweis gestellt hat und einmal eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Aber macht natürlich auch einen saustarken Eindruck. Also der Vergleich kam diesmal nicht von den Medien, sondern der Honda-Chef hat es nach Monaco gesagt und hat es damit begründet, dass er anhand der Telemetriedaten, wie die beiden eine Runde fahren und auch gewisse Kurven, da sieht er totale Ähnlichkeiten. Kommt darauf an, wer der Honda-Chef war, weil da gibt es ja viele Chefs, die den Ayrton noch nicht erlebt haben, aber es gibt in der Tat bei Honda einen Ingenieur, das ist der Tanabe, der ganz vorne ist, der mein Renningenieur war, zur Zeit, wo wir gegen Ayrton gefahren sind und er natürlich die Daten alle kennt. Und wenn der die Aussage getroffen hat, dann ist das eine gute Aussage. Der war das. Okay, Tanabe ist super, der hat die Zeit echt miterlebt und der kann dazu wahrscheinlich eine ganz gute Aussage machen. Bei Max wird ja tatsächlich auch immer dieses ruhe Fahrtalent so sehr gelobt. Fällt dir das bei ihm auch auf, dass er tatsächlich vom puren Speed einfach, ja? Ja, der ist top. Ja. Du hast aber jetzt eben vergessen, Michael Schumacher aufzuzählen, als du gesagt hast, oder als du die ganz Großen genannt hast, Senna, Hamilton, irgendwann Verstappen. Ja, aber nur weil halt Hamilton jetzt im Rennen ist und der Verstappen. Der Michael ist 7-mal Weltmeister und ich glaube, da braucht man überhaupt nichts dazu sagen. Der ist einfach bis heute der Größte. Wie lange hast du gebraucht, um Michael zu akzeptieren, als er damals als fast noch in die Windeln machender Jüngling euch herausgefordert hat? Ja, ich glaube, gebraucht, verstanden, glaube ich, habe ich schnell. Ich habe mich nur gewehrt dagegen. Der Michael war ein unangenehmer Gegner von Tag 1 an. Und so 2-3 Jahre haben wir so ein bisschen unter Kontrolle gehabt und dann ist er irgendwann aus der Kontrolle rausgebrochen. Michael war zu meiner Zeit super, aber ich muss sagen, da habe ich dann schon aufgehört gehabt, wie souverän der den Ferrari-Laden managed hat, weil es geht ja, der Max Verstappen ist vom hohen Talent wahrscheinlich drüber, über die meisten oder auch über Michael. Aber es geht ja nicht nur ums hohe Talent, es geht ja ums Gesamtpaket. Und Gesamtpaket heißt, nicht nur eine schnelle Runde zu fahren, sondern ein schnelles Rennen zu fahren, nicht nur auch ein Rennen zu gewinnen, aber nicht nur ein Rennen zu gewinnen, sondern viele Rennen zu gewinnen, aber nicht nur ein Rennen zu gewinnen, sondern eine Meisterschaft zu gewinnen und so weiter. Und das hat der Michael ja als Gesamtes irrsinnig gut drauf gehabt und war Ausnahmekönner. Und vor allem, das ist schwierige Team, Ferrari zu managen, kann ein Lied davon singen, ich habe es selbst versucht. Aber Roman Sebastian hat das Gleiche versucht, ja, Roman Alonso hat auch das versucht. Also waren ja alle nicht jetzt unbedingt Nasenbohrer, aber es ist uns bis zu einem gewissen Grad gelungen, aber keinen Durchbruch. Den Durchbruch hat geschafft bei Ferrari Niki Lauda, den Durchbruch hat geschafft Michael Schumacher. Du hast jetzt eben Sebastian Vettel schon angesprochen. Gerade Sebastian hat in der Vergangenheit ja jetzt auch sehr häufig über Fahrstile diskutiert und dass sein Fahrstil nicht so zum Auto passt. Da würde ich gerne noch mal kurz auf Michael Schumacher kommen, weil du bist ja Michaels Benetton dann auch gefahren, beziehungsweise hast ihn übernommen und hast erstmal festgestellt, dass dieses Auto ja eigentlich sich nicht fahren lässt. Also da muss ich sagen, wie ich jung war und wie ich am Höhepunkt war von meinem Speed,
wäre mir das gar nicht eingefallen, über das Thema zu diskutieren, weil da hast du mich draufsetzen können, auf was immer. Und ich habe mich da angepasst und habe Spaß dran gehabt, dieses Ding zu bewegen, am Limit zu bewegen, egal wie es gehandelt war. Wie ich das Auto übernommen habe von Michael, war ja schon am Ende meiner Karriere. Und ja, ich habe mich wirklich nicht dran gewöhnen können, so wie dieses Auto reagiert hat, so wie dieses Auto um Michael gebaut worden ist. Trotzdem, ich behaupte jetzt einmal, 10 Jahre früher wäre das für mich kein Problem gewesen. Und genauso wie beim Sebastian. Wenn man die Diskussion beginnt und wenn ich diese Diskussion höre, dann weiß ich, dass Fahrer schon eher dem Ende ihrer Karriere zugehen. Also willst du sagen, dass Sebastian mit 33 Jahren jetzt eigentlich tatsächlich schon dem Ende seiner Formel-1-Karriere entgegen? Ja, ich würde sagen, aber Ende, ich würde sagen, über den Höhepunkt ist. Das ist so. Es hat sich ein bisschen verschoben. Heute würde ich sagen, da hat man aufgrund seiner Erfahrung sicher noch 3-4 gute Jahre vor sich. Aber ich glaube, so richtig, wo man schon im Rucksack Erfahrung hat und im Speed und in der Risikobereitschaft am Höhepunkt ist, bei mir war das so irgendwo zwischen 27 und 30. Und wie macht der Hamilton das denn? Genau, er ist 36. Ja, Hamilton ist wirklich, ich habe ja auch immer so ein bisschen gleich meine Interviews verfolgt, vor jedem Jahresanfang in den letzten 2-3 Jahren setze ich immer ein Fragezeichen hinter Hamilton, ob er noch immer die Kraft hat, immer die Motivation hat, noch immer, aber er schafft es, er ist da extrem stark. Ich muss auch sagen, er ist extrem fit und es gibt auch den einen oder anderen, auch Alonso hat es sehr lange sehr lange gezogen aber es gibt auch manche andere, die viel früher die Kraft aufgeht. Du als Ex-Weltklassefahrer, der ja auch in die WM gefahren ist, gewonnen hat und jetzt über das Alter geredet hast, ist es für dich, für Lewis, schwieriger im Team gegen den Nico Rosberg, einfacher im Team gegen den Nico Rosberg zu fahren oder gegen Bottas, als jetzt gegen diesen 13 Jahre jüngeren Holländer, der auch noch in einem anderen Team ist, wo er teamintern keinen Einfluss hat. Wie bewertest du das? Ach, es ist viel, viel leichter, gegen Max Verstappen zu fahren, weil er sitzt in einem anderen Auto, das motiviert, das gibt er heute immer ein bisschen den Rücken frei, weil er hat ein anderes Auto, eine andere Aerodynamik, einen anderen Reifenverschleiß, er hat eine andere Motorleistung, also das vermischt sich dann alles so. Da geht es dann nur um das eine, kann ich vor ihm sein, da hast du aber keinen Imageverlust, sondern da geht es wirklich nur, bin ich vor ihm. Es ist dann am Ende des Tages vielleicht sogar das Material des Zügeln davon. Waage. Wenn du aber im gleichen Team von dem Nico Rosberg geschlagen wärst, im gleichen Auto, dann ist das Ehrenbeleidigung. Aber steigt der Druck auf Lewis jetzt auch? Er hat jetzt gestern auch einen Fehler gemacht, sei es jetzt, ob er am Lenkrad sich einen falschen Knopf berührt hat oder ob er sich wirklich richtig verbremst hat. Mercedes lässt auffedern. Wie siehst du die Situation um die beiden Weltmeister? Na, ich sehe sie für die Formel 1 und für den Fan traumhaft, weil natürlich hat er sich gestern verhaut. Aber unter dem Druck und unter dem Stress und dem ist es meiner Meinung nach alles absolut im grünen Bereich. Er hat ja gewusst, wenn er das Rennen jetzt gewinnen muss er attackieren. Und er hat attackiert. Er hat vielleicht einen Tick zu viel attackiert oder hat jetzt eine Abstimmung, was immer da der Hintergrund war, nicht ganz ideal getroffen und ist daneben gegangen. Aber Alter, Lewis Hamilton hat so eine Serie von Rennen gefahren, wo er keine Fehler gemacht hat, dass er auch sowas einmal kommen muss. Aber interessant ist natürlich, dass es Red Bull jetzt mit dem Max Verstappen vor allem geschafft hat, Mercedes so unter Druck zu setzen, dass man dort auch die eine oder andere Schwäche einmal sieht. Und das ist genau das, was es braucht. Und jetzt kommt so von der Seite der Ferrari rein. Keine Ahnung, wie der das jetzt macht, dass der auf einmal in Qualifying auf Pole Position steht. Völlig egal, für das Bild, für den Fan, ein Traum. Und hat Red Bull und vor allem, aber auch, was man sagen muss, auch ein McLaren, auch der Norris, der ist immer in Schlagdistanz.
Ein Gasly gestern Alfa Tauri. Das ist einfach super, wenn man endlich einmal wieder solche Teams auch im Podiumfeld sehen. Und hat Red Bull es jetzt auch endlich geschafft, dann praktisch einen guten zweiten Fahrer zu haben, der dann eben einspringt, wenn Max ausfällt in diesem Fall? Also ich glaube, das Ergebnis gestern für Red Bull ist ein gutes Ergebnis, auch im Hinblick, dass es dem Perez stärkt und der Perez Selbstvertrauen aufbauen kann. Und man hat dieses Wochenende schon gezeigt, dieses Wochenende war er auch eine Unterstützung für Red Bull im Hinblick auf Max Verstappen, Rücken frei und so weiter. Und genau das braucht Red Bull. Und warum Bottas das Wochenende nicht in die Gänge gekommen ist, weiß ich nicht. Aber das wird sich richtig zuspitzen zu einem Kampf zwischen Hamilton und Max Verstappen. Und dazwischen drinnen wird Perez und Bottas eine gewichtige Rolle spielen. Nochmal zu unserem 33 Jahre alten Sebastian Vettel, der es gestern aufs Podium geschafft hat. Was denkst du über ihn? Hat er so ein bisschen jetzt doch trotzdem, es hat so ein bisschen Klick gemacht bei ihm? Ja, die letzten zwei Rennen haben wieder gut ausgeschaut. Und was man beim Sebastian merkt, wenn der irgendwo im Mittelfeld am 10., 12. Platz hängt, dann läuft es ja mal nicht und dann ist die Luft raus. Sebastian hat das immer schon so gehabt. Also da im Mittelfeld rumturnen, das ist nicht seines. Aber in dem Moment, wo der wittert, dass halt was geht, macht er keinen Fehler und macht alles richtig und performt. Und setzt sich gleich mal am zweiten Platz aufs Podium. Aber das ist der Sebastian, so wie wir ihn kennen. Und Sebastian, ich kann es immer wieder wiederholen. Er ist viermal Weltmeister. Gestern haben sie irgendwie gesagt, über 120 Podiums oder was immer. Also man vergisst diese Themen alle relativ schnell und dann redet man nur von Sebastian, der im Aston Martin nicht performt. Und wie man, für mich ist das einer der besten Fahrer, die Formel 1 gehabt hat. Er ist nicht auf Weltmeisterschaftskurs, aber er ist gut genug, auch dort und dort einmal Rennen zu gewinnen. Und was man ja auch vergisst, Ganz kurz, kannst du dich in ihn hineinversetzen, wo du sagst, er hat wieder Blut geleckt, wenn er vorne rumfährt. Mir kommt da die Saison 97 bei mir in den Kopf, die ja sehr schwierig war. Du hattest gesundheitliche Probleme mit den Kiefern und plötzlich kommst du, dein Vater stirbt, verunglückt, dann kommst du nach Hockenheim und fährst plötzlich allen um die Ohren. Wo jeder sagt, oh, Gerd ist wieder zurück, das ist der Gerd Berger wieder. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ich meine, wenn man so im Mittelfeld rumfährt, dass man dann weniger motiviert ist, als wenn plötzlich wieder die Chance ist zu gewinnen? Ich glaube, mich und den Sebastian kann man nicht vergleichen. Wir sind ganz unterschiedliche Typen, wir sind ganz unterschiedliche Karrieren, wir sind ganz unterschiedlich an die Themen rangegangen. Liegt auch daran, der Sebastian hat das seit seiner jüngsten Kindheit Motorsport trainiert, im Kartsport. Der Sebastian hat ja eine riesen Aufbauarbeit durch seinen Vater genossen, habe ich also nicht gehabt. Ich würde sagen, bei mir war es immer so, dass wenn ich maximal unter Druck war, habe ich überperformen können. In dem Moment, wo ich überperformt habe, bin ich in die Liegeposition gegangen, am Strand, am Liegestuhl. Also das war immer so hin und her. Das ist ja der Sebastian. Der Sebastian ist einer, der immer wieder Knochenarbeit macht. Allerdings, ich glaube einfach, dass der Sebastian schon über seinen Peak drüber ist. Und natürlich mit Aston Martin heuer vielleicht doch nicht ganz das ideale Fahrzeug von Anfang an gehabt hat. Wobei, wenn er gestern am zweiten Platz gefahren ist, er ist ja super schnelle Rundenzeiten gefahren, er ist ja zum Teil auch schnellste Runde gefahren, wird das Auto auch nicht so schlecht sein. Also vielleicht geht noch ein bisschen was in dieser Saison. Sebastian ist ja jetzt auch ein Arbeiter, der so ein Auto auch weiterentwickeln kann. Man darf ja auch eins nicht vergessen, Aston Martin ist ja letzten Endes Force India, Racing Point, ein Mittelfeldteam. Kann Sebastian da auch mit seiner ganzen Erfahrung und auch mit seinem Technikwissen helfen, dieses Team tatsächlich an die Spitze oder an die Spitze des Mittelfelds zu bringen? Ja, ich würde jetzt mal sagen, der Aston Martin hat sicherlich mit dem Lawrence Stroll und auch mit der Unterstützung von Toto Wolff
keine schlechten Bedingungen. Also ich glaube, die Burschen haben schon die Möglichkeiten, dort Know-how zu sammeln. Und mit dem Sebastian haben sie einen Fahrer, der ihnen da sicherlich unterstützen kann, weil der halt viel Erfahrung hat. Na, ich glaube, das ist ein gutes Team und ich glaube, das Team ist gut genug, um da oder dort auch aufs Podium zu fahren, wie man gestern gesehen hat. Du hast eben schon auch McLaren erwähnt mit Lando Norris. Du kanntest auch Mansur Oche sehr gut. Wie schätzt du die Situation da jetzt ein und was bedeutet das auch, dass Mansur jetzt gestorben ist für McLaren? Ja, zuerst einmal ist für mich persönlich ein ziemlicher Schlag, weil Mansur, glaube ich, wir sind befreundet seit 35 Jahren, seine Frau war mein Trauzeuge, wir waren mit den Familien ganz eng und wir haben 35 Jahre zusammen verbracht in verschiedensten Themen. Außer Geschäft haben wir nie miteinander gemacht, sondern wir waren wirklich privat sehr eng. Und daher ich habe gewusst, dass es dem Ende zugehen wird, aber wenn man dann die Nachricht bekommt, ist es einfach ein Schlag und es stimmt mir irrsinnig traurig und es ist echt für mich persönlich ein Riesenthema. Was McLaren anbelangt als Team, die sind aufgestellt, die haben mit dem Seidel einen Spitzenmann vorne dran, die haben ihr Management mit Zach Brown und so weiter alles, glaube ich, gesetzt. Sie haben auch gute Fahrer, sie machen auch immer Schritte vorwärts. Und am Ende des Tages, Hauptaktionär ist der Bahraini-Staat, der das Thema auch weiter vorantreiben wird. Also ich glaube an der Stelle, dass der Verlust schon kompensiert werden wird, wobei von der menschlichen Seite und von der Führungsseite der Mansur ein Ausnahmemensch war in unserem Sport, in unserem Umfeld. Es hat ihn jeder geliebt. Er war im Geschäft hart, clever, aber außerhalb des Geschäftes war er der größte Gentleman, der liebvollste Mensch mit einer super Familie und vor allem, er war endlos großzügig. Ja, eigentlich müsste das jetzt das Schlusswort sein. Ich muss aber trotzdem noch zu einem Thema kommen, was wir vorher noch nicht erwähnt hatten, Mick Schumacher. Wie schätzt du denn dessen erste Saison so ein und vor allen Dingen jetzt auch das Rennen in Aserbaidschan, wo er ja das beste Ergebnis seiner noch jungen Karriere ausgefahren hat? Also der Mick, für mich macht der Mick momentan eigentlich alles richtig. Er liefert das, was man von ihm erwarten kann. Er schlägt seinen Teamkollegen, er fährt saubere Rennen, macht eigentlich wenig Fehler. Man sieht auch schon, dass er Rennen liest, wenn er in die Box fährt, wie er sich positioniert. Er schießt selten über seine Box hinaus, wenn er in die Box kommt. Also er ist ein Schuhmacher. Er denkt die Themen schon durch und vor allem aber sieht man, dass er aufsaugt, dass er lernt, dass er die Themen auch gleich wieder in die Umsetzung bringt und dass es nach ein paar Rennen überhaupt keine Frage ist, er ist die Nummer eins im Team, auch wenn es jetzt kein Spitzenteam ist, aber den Schritt hat er schon hinter sich. Und darum glaube ich an seine Zukunft, wie weit er so nach oben kommt, welche Resultate er einfahren wird und man setzt ihn ja immer ein bisschen so in die Fußstapfen seines Vaters. Das ist natürlich schon ein bisschen, würde ich sagen, unfair, solche große Schuhe vorzugeben. Aber dass der Mick ein guter Formel 1-Fahrer wird, das glaube ich, kann man heute sehen. Mhm. Du hast gesagt, er hat im Team tatsächlich schon die klare Nummer-1-Position. Gestern war er richtig sauer auf seinen Teamkollegen, weil der ihn kurz vor Startziel nochmal schön bei 300 in die Mauer drücken wollte. Wie siehst du sowas? Also ich glaube, dass er da auch die Gene von Michael haben wird und dann wird beim nächsten Rennen der andere in die Mauer gedrückt werden. Alles klar, wunderbar. Gerhard, wir bedanken uns recht herzlich für dieses Interview. Teil 2 mit dem großen Gespräch mit Gerhard Berger zur DTM. Zur startenden DTM-Saison gibt es nächste Woche bei uns hier auf diesem YouTube-Kanal und auch als Podcast. Und ansonsten schaltet alle ein, nächstes Wochenende dann auch in Monza bei Sat.1, 13 Uhr. Die DTM am Samstag und am Sonntag wird bestimmt eine spannende Saison. Gerhard, wir drücken dir dafür auf die Daumen. Danke. Ciao. Bitte.